Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Underworld, Laras Schatten und dem Beagle. So, wir sind hier an einer sehr pikanten Stelle, die ich gerade immer wieder verkacke und dieser Troll will einfach nicht vorher sterben. Nein, jetzt muss ich den schon wieder machen. Was ist das überhaupt für ein Speicherpunkt vor dem Troll? Leute, das ist unfair vor dem Troll. Ehrlich, das ist so unfair. Wer hat sich die Scheiße denn bitte ausgedacht? Und ich bin zu müde für den Rotz. Ich bin durch und durch. Ach, shit, ey. Ach, komm, ist okay. Dann boxe ich dich halt so weg, Mann. Aber es nutzt ja... Warte mal. Ich speichere nochmal. Speichern. Nein. Ich habe gesagt, speichern. Auf Slot 3. Okay. Okay. Jetzt nicht zu weit. Wir wollen ja keinen Scheiß machen. Nein! Nein! Ach Mann, ich will nicht immer wieder diesen scheiß Troll machen. Die Sprünge machen mir nichts, aber der Troll, der ist einfach scheiße, Mann. Ja, schmeiß mich doch am besten gleich noch runter, du Penner, ey. Wirklich, das ist nicht das, der Troll ist, also das Springen ist nicht das Thema, wenn ich das öfters machen muss. Aber der Troll, der ist schon mies. Oh. Vielleicht sollte ich jetzt einfach versuchen zu springen. Dann kann er mich ja nicht erreichen, oder? Ja. Das mache ich ab jetzt. Ich springe einfach. Soll der... Du bist ein Hurensohn. Du bist ein richtiger Lemurensohn. Weißt du das? Schaut euch diesen Penner-Troll mal an. Schaut ihn euch an, wie er auch noch triumphierend auf mir rumtrampelt, als wäre ich nichts wert. Sag mal, du bist so ein Arschloch. Du bist so ein Lemurenhuhn, ey. Nee. Oh, Leute, was ist das denn? Warum haben sie... Das hat so geil gestartet, das DLC. Und jetzt frage ich mich gerade, was bei den Entwicklern falsch gelaufen ist, den Speicherpunkt so zu setzen. Ich kann den Troll ja noch nicht mal am Leben lassen. Ich muss den ja umbringen. Also mal das ein bisschen sicherer hier gestalten. Komm mal hier mit hin, wo ich nicht sterben kann. Danke. Aua. So. Dieses Arschloch von Troll, ey. Okay, das funktioniert. Springt einfach darüber und sagt, sure. Ne? Oh Gott. Bitte gebt mir doch endlich einen Speicherpunkt, ey. So. Auf 3 gespeichert. Boah, ich hoffe, ich habe nicht aus Versehen irgendwie das genau das Falsche überspeichert. Warte mal. Ja, ist alles noch easy. So. Na, du Penner. Du machst mir schon lange nichts mehr aus. Auch wenn ich gerade nicht sehe, was ich tue. Box dich trotzdem bis zur Unendlichkeit und noch weiter. Einfach weil ich muss und ich kann. So, das sind die beiden Gründe. Ich muss und ich kann. Ich habe echt keine Schätze mehr gefunden, ne? Ne, 6. Es bleibt bei 26. Ist in Ordnung. Kann ich leben. Wir machen echt wieder das exakt gleiche, nur in rückgängig. Das ist sehr unkreativ.
Square Enix sehr unkreativ. Ich meine ja nur, ne? Sehr unkreativ. Jetzt auch noch mit Dings hier, ja? Das war minimal knapp, wenn ich ehrlich bin. Sie macht auch manchmal einfach nicht, was ich möchte. Ist okay, Lara. Schade. Schade, dass ich das jetzt nicht überlebt habe. So, einmal kurz einen Aufnahmecheck hier. Aber ich muss meine Hose runter machen. Mir wird langsam kalt. Das ist, weil ich mich jetzt akklimatisiert habe. Ah, gut, dann warten wir bis das. Okay. Okay. Könntest du jetzt wieder tun, was ich von dir möchte, Lara? Oder ist das zu viel verlangt? Ja, ein bisschen. Es ist ein bisschen zu viel verlangt, dass sie das zur Seite springt, wenn ich das möchte. Offensichtlicherweise. Ich weiß aber nicht, warum. Ich meine, gut, Original Lara hat auch schon Zicken gemacht. Das ist jetzt nichts Neues. Ich warte jetzt eine Runde kurz. Es kommt hoch, damit ich hier. Ja. Das nennt man Spielzeitstreckung. Von meiner Seite aus. Immer wieder zu sterben an der exakt gleichen Stelle. Oh Gott. Das war jetzt pures Glück, dass das noch geklappt hat. Nein, sie macht's schon wieder. Warum? Warum? Warum macht sie das zwischendurch einfach, dass sie dann hochspringt? Ich verstehe es nicht. Das hat sie ja am Anfang nicht gemacht. So, da bin ich ja hier flüssig durchgekommen. Also kein Plan, was der Fehler ist. Oh, das war knapp. Was sei es drum. Okay. Die drei. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Gut. Spucken die in meine Richtung? Ich hoffe nicht. Ich bin wieder eingeblendet, ja. Muss ich wieder den gleichen Weg gehen? Stimmt, ne? Oh, brauchte ich gar nicht. Na dann. Okay, schauen wir mal, was unsere Aufgabe hier ist. Oh Gott, Lara, bitte mach. Das war ein bisschen knapp meiner Ansicht nach, aber Hauptsache sie macht's. Ich habe keine Ahnung, warum sie das zwischendurch macht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch wirklich so müde, dass ich gar nicht merke, dass ich den Controller dann verziehe. Das kann natürlich auch sein. Mag ich alles nicht ausschließen, aber wie gesagt, ich habe es jetzt einmal zum Laufen gebracht. Ich werde das jetzt durchziehen. Eiskalt. Und wenn ich heute erst irgendwann um 4 Uhr ins Bett gehe, ist mir scheißegal. Ich weiß halt nicht, wie lang die DLCs sind. Sind die lang? Ich hab keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen, wie lang sie sind. Ich glaube aber, dass das andere DLC, das wir haben, relativ kurz ist.
Relativ sicher bin ich mir aber tatsächlich nicht. Okay, Lara, danke, das ist sehr lieb von dir. Ich nenne sie jetzt einfach auch Lara, weil für mich ist sie irgendwie Lara. Ich finde es halt ein bisschen lame jetzt, dass ich wirklich das Ganze nochmal machen muss, nur mit ein bisschen mehr Schwierigkeit dahinter. Wobei noch nicht mal, nur an manchen Stellen dann halt. Und das alles nur, weil die dummen Nadler meinte, uns Befehle geben zu müssen. So, hier speichere ich mal kurz. Safety first. Aber bitte nicht den falschen Slot erwischen. Ja, in ich glaube, unter der Asche? Irgendwie sowas? Ich weiß nicht, wie das DLC heißt. Sind wir in der Gruft wieder unterwegs? Da führen wir dann Gruftgespräche, Leute. Die berüchtigten Gruftgespräche. Dass ich das jetzt geschafft habe, ist auch mehr ein Wunder gewesen. Es klingt so, als wären da Gegner. Ich bin aber nicht ganz... Wow. Bleib bitte hier. Irgendwas hat mich doch hier fast erwischt, oder? Ich muss hier runter. Oh. Okay. Die Luftblasen sind gefährlich. Zur Information. Warte mal, bis wohin treffen die mich? Ist das hier schon ein Gefahrengebiet oder? Ja. Gut, 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 gut. Alles gut, alles gut. Wo muss ich hin? Oh Gott, was? Warum? Ich habe aber die, ich habe die Taste gedrückt, Leute. Ich habe sie wirklich gedrückt. Okay. Ihr wisst ja, Lara ist manchmal sehr stur. Und das ist bei der Doppelgängerin halt auch nicht anders. Nee, jetzt muss ich wieder warten. Ich hatte gerade das Gefühl, dass es ein bisschen geruckelt hat. Ich weiß auch nicht. Okay. Okay. Ich habe auch langsam das Gefühl, der Delay wird immer größer. Ich hoffe, das stört jetzt, wenn ich rede, nicht so sehr. Da sind Monster, ne? Ha, du warst es. Jetzt kommen ja aber ein paar viele, ne? Aber warum bin ich jetzt auf einmal schon wieder so geschwächt? Aua, was ist denn jetzt los? Leute, was? Das ist überhaupt nicht übertrieben oder so? Alter, was? Sag mal, seid ihr noch alle ganz wacker in der Birne? Oh, ihr wollt alle eure Brüder und Geschwister rächen ohne mich? Alter, ich brauche Energie erstmal hier. Okay. Boah, das ist wahnsinnig gefährlich, was ich hier mache. Aber was soll ich machen? Ich meine, auf die einprügeln ist potenziell noch gefährlicher. Ich weiß halt auch nicht, wen ich da schon erwischt habe und wen nicht. Das ist das Problem. Aua. Den nicht. Aua. Das kann jetzt ein Weilchen dauern, Leute. Das kann jetzt ein Weilchen dauern. Der war tot. Der ist tot. Das ist gut.
Es werden, glaube ich, weniger, oder? Oder tauchen jetzt immer mehr auf? Unendlich mehr? Ist halt die Frage, unendlich mehr oder einfach nur mehr? Ach, ich habe keine Ahnung, Leute, aua. Die kotzen auch, das ist nicht schön. Ja, mach ruhig. Ich habe daneben Ich glaube, es werden jetzt aber gerade nicht mehr mehr. Zumindest nicht so direkt jedenfalls. Aua. Ist da was? Okay. Wie viele sind's? Nee, oder? Ach, nee. Was ist das denn bitte jetzt auf einmal? Soll das jetzt Endkampf-Feeling sein? Das fühlt sich nicht gut an, Leute. Warum kann ich meine Waffe nicht benutzen? Weil ich dann da runterfalle. Okay, habe ich verstanden. Ich muss hier wirklich langsam und vorsichtig agieren. Da habe ich gar keine andere Wahl. Es leckt, ne? Ach, scheiße. Es tut mir leid, Leute. Ich glaube, der Laptop ist einfach jetzt auch schon zu lange an. Aber... Nein, das war nicht der, den ich erwischt hatte. Vielleicht muss ich den einmal runterfahren und damit abkühlen kann. Auch der war es nicht, den ich getroffen hatte. Der, wie gesagt, Valera? Aua. Bisschen Luft schaffen wäre. So, mein Laptop war heiß gelaufen. Ich hoffe jetzt ehrlicherweise, dass er die 8 Minuten, die wir noch offen haben, durchhält. Und dann lasse ich ihn für heute auch in Ruhe. Das tut mir jetzt auch leid. Ihr habt die Schlieren ein bisschen drin. Das werde ich euch auch im Video vermerken. Ich muss nur daran denken, dass ich es vermerke. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen, weil ich mit dem Klettern beschäftigt war. Wir sind jetzt ja immer noch mitten in dem Kampf. Ich kann sein, dass ich von dem Kampf eh was rausschneide, damit ihr nicht zu viel habt. Dann machen wir ein bisschen länger. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, der schliert, wenn ich bewege. Oh Gott, jetzt habe ich mich... Oh ja, ja. Mich auch. Und jetzt weg hier. Aua. Steht der? Nein, anscheinend. Nein, der Delay ist auch deutlich kleiner geworden. Nein, 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 nein. Bitte nicht mich ins Wasser hauen. Aua. Ja, der Delay ist weg. Das hat ihm gut getan, dass ich ihn ausgemacht habe. Ja, an das habe ich nicht gedacht, dass der auch heiß wird, wenn ich ehrlich bin. Weiß noch nicht mal als Absicht von mir. Okay, einen habe ich erwischt. Da kommt vermutlich bald der Troll. Ja, dachte ich mir schon. Wow. Bitte auf den Troll. Danke. Ah, nicht, nicht. Ah. Geht ein bisschen, der Troll ist ein bisschen mieser zu machen, ehrlicherweise. Viel Geduld, viel Geduld, viel Geduld. Muss mal ein bisschen Luft verschaffen. Jetzt habe ich natürlich meinen Timer gekonnt nicht angemacht. Es kommen noch mehr. Kommen die jetzt hier unendlich? Ich hoffe nicht, das wäre mies. Das war auf jeden Fall der, den ich generell, Aua. Tja, mein Laptop sagt mir, du bist in der um die Zeit im Bett. Geh doch bitte auch ins Bett. War's das? Oder? Offensichtlich. Ich habe jetzt aber... Entschuldigt, Leute. Mein Timer nicht gestellt. Wir hatten gerade 3 Minuten ungefähr. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie lang. Ich habe so ein Geschnibbel hier. Ich muss jede Folge irgendwie zusammenschneiden.
Es tut mir auch irgendwie ein bisschen leid. Also, das sind knapp 20 Minuten, das heißt, ich habe jetzt noch 5 Minuten. Wenn das viel zu viel ist, vermutlich, aber sei es drum. Die gebe ich euch, weil ich ja nicht berechnen kann, wie viel ich wegschneiden muss. Also, ist gut. Ah, da bist du ja. Er lebt noch? Warum? Onkel, nein. Diese Kampfmusik hört und hört aber auch nicht auf, ne? Das ist jetzt die höchste Verarsche, oder? Das ist doch jetzt die höchste Verarsche, oder? So ein bisschen ist es die höchste Verarsche. Ist das alles, was Nadla mir entgegenwirft? Kann sie mir überhaupt was? Ach, ist es gemein. Der hat eine Rüstung an, fällt mir gerade auf. Wie mies der. Ah! Nein! Ey, wenn ich jetzt alles nochmal machen muss, dann gehe ich mich aber amtlich erschießen. Nein! Nicht im Ernst! Was sind das für Speicherpunkte aus der Hölle? Irgendjemand hasst mich doch ganz gewaltig. Ey, was für Speicherpunkte aus der Hölle sind das bitte? Oh. Ich weiß nicht, wo ich ihn hingeschossen habe, aber ich habe ihn irgendwo hingeschossen. Ey, das ist so mies, Leute. Das ist so mies, einfach nur. Ich muss hier weg. Oh, ihr seid scheiße, ey. Ja, komm, kotzt bitte doch wen anderen an. Boah, was ist das bitte für ein Speicherstand aus der Hölle? Warum? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Och Mann. Nee, Leute, ich finde das nicht witzig. Ich finde es wirklich nicht witzig, wenn ich ehrlich bin. Den ganzen Kampf nochmal, weil das Spiel das so entschieden hat? Nee, danke, ey. Oh, ist das mies. Das ist mies, Leute. Das ist richtig mies. Weil es ist ja nicht so, als hätte ich den jetzt nicht schon zigmal gemacht, diesen Kampf. Danke, box ruhig rein, du Arschloch. Das war aber noch nicht mal effektiv, danke. Boah, bitte nicht runterfallen, aber danke. Der Troll? Der Troll. Ja, genau, der Troll. Komm ruhig her, du scheiß Troll. Nein, 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 nein. Ach komm, was triffst du mich, du Penner? Sag mal, das ist doch nicht wahr, Leute. Was ist das für ein scheiß Kampf? Nee, ich habe da kein Verständnis für, überhaupt nicht.
Ich kann ja noch nicht mal sagen, ich benutze dann halt meine Waffe. Jetzt hört er meinen Timer. Geht das? Sorry, wenn ihr meinen Timer hört. Hier, geh doch mal auf den hier. Ich will wissen, ob das geht, tatsächlich. Ach, komm, nee, ich ruckeln hier. Ich bin so gut wie tot, aber was soll's. Ach. Spuck mich doch noch ein bisschen an, wie wär's, hm? Also mit Waffe geht's sogar halbwegs. Und mehr ist. Ja, nee, ist klar. Versuch das jetzt einfach mal. Ja, komm ruhig hoch, ist mir egal. Aua. Oh, Leute, das ist anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Aua. Kotzt mich ruhig an, ey. Alter. Stirb doch bitte einfach, danke. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt genug Zeit, mich zu heilen. Jetzt kriegt ihr doch mehr, als ich geplant habe. Ich habe keine Schlieren. Hm. Komm mal her. Ich will dich jetzt nicht aus der Sinn von der Plattform. Jetzt müsste der Troll kommen. Ja. Aua, ha, ja, ja. Der ist ein bisschen stärker, der dämliche Troll. Alter, was? Du bist so ein Hurensohn! Das war's, Leute. Habt einen schönen Tag und haut rein.